Grüß euch, servus, dann Ruppe. Ich stehe da heute neben einem tollen Founder von einer Singlebörse, katholische Singlebörse, unglaublich klasse, kattreff.org, also kat mit K. Und TH wie katholisch und treff mit Doppel-F wie Treffpunkt. Ja. Und es freut mich heute ganz besonders, wirklich auch ein starkes Wort für Singlebörse einmal zu machen, weil ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir unser Leben und auch das, was Berufung und unser Weg und wo uns Platz der Herrgott hinsteht, in die Hand nehmen. Und wir können nicht nur passiv daran warten, bis irgendwann einmal die Traumfrau am Küchentisch sitzt und nachher da ist, sondern wir müssen auch hinausgehen, auch einfach ja, das einfach treffen, hinausgehen, bereit dafür zu sein. Und ich glaube echt, dass da der Heilige Geist führt und auch besonders durch so innovative, coole Singlebörsen. Magst du uns ein bisschen was verzünden? Die Singlebörse ist eigentlich eine Umsetzung von einem ganz alten Satz, nämlich der stammt von Goethe, der heißt, Gott gibt zwar die Nüsse, aber er macht sie nicht auf. Und diesen Satz hat mir meine Großmutter mit 10 Jahren irgendwie in ein Stammbuch geschrieben. Damals gab es natürlich kein Internet und wir haben uns aber das Internet als Plattform, wo die Menschen sehr viel Zeit verbringen, ausgesucht als einen zusätzlichen Weg, um den richtigen oder die richtige Frau und Mann fürs Leben zu finden. Es wäre ja komisch, dass man so eine Plattform, die alle für alles nützen, vom besten Urlaub bis zum besten Lokal, bis zum besten Kletterkurs, bis zum besten Rezept, nicht für die vielleicht wichtigste Frage nach der Gottesfrage, die man im Leben hat, nämlich die Berufungsfrage und in dem Fall die Ehepartnerfrage, dass man das nicht auch im Internet macht. Ja. Und wir haben Gott sei Dank recht bekommen. Wir haben das vor 15 Jahren begonnen oder 18 Jahre sogar und haben eine Quote, die höher ist auf unserer Börse als die großen Singlebörsen. Also die brüsten sich ja mit 3, 4, 5% Erfolg. Bei uns ist es so, wir haben sicher mehr als 10%. Ganz genau wissen wir es nicht, weil die Leute sind ja nicht verpflichtet, uns zu sagen, wenn sie heiraten. Manche laden uns aber zur Hochzeit ein. Und wir erfahren immer wieder überraschend von Menschen, die über unsere Seite ihren Mann, ihre Frau gefunden haben, den sie sonst nie kennengelernt hätten, weil zum Beispiel Südtiroler gegen Bodensee-Gemeinde oder Düsseldorf gegen Wien oder Simmering gegen Kapfenberg, um österreichische Beispiele zu nehmen. Aber das Ganze ist im deutschen Sprachraum stark verbreitet und sogar in der Schweiz. Also mich wirklich einladen, nehmt euch ein Herz. Schaut auch auf einen katholischen Partner. Also das möchte ich auch als Priester sagen, weil es gibt ganz viele Eheprobleme, die auch auf das Fundament des Glaubens noch auch zurückgehen, wo ein Partner einen Glauben hat, der andere nicht. Und man findet sich da nicht auch auf einer gemeinsamen Wellenlänge. Und das ist immer schon, weil es sehr belastend ist, auch nachher für die Beziehung und für die Familie. Und das ist einfach ein starkes Fundament für jede Beziehung. Und drum, kattreff.org. Schaut mal hinein. Könnt ihr auch gerne Werbung dafür machen. Oft einmal muss man auch die wirklich da ringen und leiden und suchen, dann muss man auch einmal Mut zusprechen und sagen, hey, mach einen Schritt, möge die an. Öffne dein Fenster. Ja, öffne dein Fenster, geh auch hinaus, wage das Risiko. Also no risk, no fun, aber... Gut verstanden. Gib ihm. Ja, genau. Also alles Gute und ich freue mich auf viele Hochzeiten, auf viele Babys und auf tolle Families. Alles Gute. Ciao.